Check. Ich bin Kenji vom Schlangenclan und mein Vater brachte Unheil über die Welt. Die Horden zerstörten, was immer sich ihnen in den Weg stellte. Da sammelte er den Clan um sich und floh den Süden. So rettete er die wenigen, die er retten konnte. Er wusste nicht, dass die Horden nur der erste von vielen Feinden waren, welche den Schlangenclan heimsuchen sollten. Er konnte nicht ahnen, dass seine Nachfahren ohne die führende Macht des Auges schwach und schlecht werden würden. Hatte er angesichts der Horden überhaupt eine Wahl? Das sind Shinjas Männer! Du bist keiner der Dorfbewohner! Töte ein paar dieser wertlosen Bauern und ich verschaffe dir einen Platz in Shinjas Armee! Hier! Ja, Mahlzeit, der Alex von Gergry Gaming hier. Und ja, wie ihr seht, läuft gerade im Hintergrund Battle Realms. Ja, was soll ich dazu großartig erzählen? Ich stand letztes Mal vor meinem PC-Regal und dachte mir so, boah, ich brauche irgendwas zu zocken. Und da lagen meine ganzen Spiele vor mir und da habe ich dieses Game gesehen und habe mir gedacht, boah, Gottverdammt, Alex, darauf hast du mal wieder richtig Laune, das zu zocken. Ja, und der beste Gedanke war, den ich hatte, ich mache ein Let's Play darüber und nehme euch einfach mit auf die Reise, weil die Story finde ich schon ultra geil und es ist auch ein mega geiles Spiel. Ich hoffe, es gefällt euch. Das ist jetzt die erste Missy und ich würde mal sagen, ich fange mal an. Hier ist gerade ein nettes Fensterchen runtergepoppt, das werde ich euch jetzt mal vorlesen. So. Ich war mir nicht sicher, was ich nach meiner Rückkehr machen würde, aber die Umstände zwangen mich zu einer Entscheidung. Sollte ich den hilflosen Bauern im Kampf zur Seite stehen oder den Banditen? Ohne Zweifel würde meine Entscheidung Einfluss auf die Zukunft haben. Ja. Klick mit der linken Maustaste auf mich, um mich auszuwählen. Ja. Klick mit der rechten Maustaste auf den Boden, nachdem du mich ausgewählt hast. Und ich bewege mich. Du kannst auch mit der rechten Maustaste auf den Gegner klicken. Und ich greife ihn an. Klick mit der linken Maustaste auf eine andere Stelle und ich bin nicht länger ausgewählt. So, das war ein tolles Tutorial von Kenji. Oh, ich finde das Game so geil. Guckt euch einfach mal die Kampfanimation an. Also wie Kenji Attacke. Schon allein, sagen wir mal, glaube ich, drei verschiedene Angriffsmuster hat. Er springt hoch mit dem Schwert oder diesen Salto-Schlag, nenne ich es mal. In mir findet ihr euren Meister. Also ich finde das richtig geil. Die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, auch was Kampfanimationen angeht. Wenn man sich da hingegen mal sowas wie Warcraft 3 ansieht, da wo jeder immer nur den gleichen Ding hat. Das gleiche Angriffsmuster. Bin unterwegs. Scheiße, jetzt hab ich den. Angriff. Bin unterwegs. Ich gehe vorwärts. So, können wir noch ein paar Bauern töten. Also, was ich ganz cool finde, ich töte ja jetzt ganz bald die Bauern. Das heißt, ich werde. Naja, fangen wir mal anders an, also den Satz. Ich habe die Entscheidung zwischen dem Bauern und dem Banditen ja jetzt. Wenn ich die Banditen töte, entscheide ich mich praktisch für die gute Seite des Spiels oder die gute Seite, die Story der guten Seite. Und wenn ich die Bauern töte, gehe ich zur bösen Seite. Aber ich gehe gerne immer zur bösen Seite, weil der Kenji, also die Hauptperson, der ist halt so ein richtiger Kernassi auf der bösen Seite. So ein richtiger Wichser. Und ich mag das einfach. Ich feiere diese Anti-Helden, ne? Und da ich selber so ein bisschen so ein kleiner Wichser bin, klar, sympathiere ich mir dann mit den Char, ne? So, hier ist nochmal ein Fensterchen runtergepoppt, das werde ich euch nochmal vorlesen.
An diesem Bauern muss ein Exempel statuiert werden, damit das Gesindel weiß, wo es hingehört, wo die anderen Bauern nicht auf dumme Gedanken kommen. Wenn ich sie töte, wird das Bestehen des Schlangenclans gesichert sein. Okay. Töten wir noch ein paar Bauern. Hier habe ich jetzt sogar meinen ersten Spell. Das ist ein kritischer Treffer. Wie ihr gerade gesehen habt, Bauern one-hitte ich fast damit. In mir findet ihr euren Meister. Sterb. Oder stirb. Stirb. Was auch ganz gut finde, guck mal an die Schwertspitze von Kenji. Da bleibt jetzt sogar Blut hängen an den Schwertern. Und das... Das haben so viele andere Games nicht. Vorwärts. Ich meine, zum Beispiel Blizzard steht ja für Qualität und so eine Scheiße in Games. Damit haben die immer so groß angegeben damals. Aber wenn ich jetzt mal wirklich Warcraft 3 mit diesem Spiel vergleiche, hat dieses Spiel einfach wesentlich mehr zu bieten. Für den Clan. Und besonders was Einheiten-Kombos später angeht. Das werdet ihr aber in den späteren Missis ja sehen, so ab der 4., 5. Missi. Ihr seid Kenji, der Sohn der Schlange. Seht, es ist Kenji. Die Schlange ist tot. Und ihr seid ihr Erbe. Sagt nur ein Wort und wir folgen euch. Shinja ist kein Anführer. Er wirft meine Männer in eine Schlacht gegen Otomos Bauernrebellen. Shinja und Otomo bekämpfen sich? Warum balgen sich die Schoßhunde meines Vaters um die letzten Überbleibsel seines Reiches? Der Clan ist seit der Zeit der Schlange tief gesunken. Er braucht eine starke Hand, ihn zu führen. Bitte, mein Fürst, lasst mich euch zeigen, wie leicht es wäre, die Stadt zurückzuerobern. Seit dem Tod eures Vaters herrscht Shinja über diese drei Provinzen. Mit seiner Reiterschar kontrolliert er das Dorf Hügelspitz. Otomo und seine gedungenen Bogenschützen haben hier ihr Lager aufgeschlagen. Er hat sich tief in den Wald zurückgezogen und ist zu feige anzugreifen. Schlagt sofort zu und lasst das Volk wissen, dass die Schlange zurück ist. Upsa. Ja, und das war's schon mit meinem ersten Teil vom Let's Play Battle Realms. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet beim zweiten Part auf jeden Fall auch nochmal ein, weil es wird richtig spannend. Ich verspreche es euch. Dieses Spiel ist echt der absolute Wahnsinn. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Würde mich tierisch freuen. Bis zum nächsten Mal. Der Alex von Gergry Gaming.